Auch wenn man nichts vom Modellbauen versteht, ist es immer wieder faszinierend, diesen gestandenen Männern zuzuschauen, wie sie stundenlang voll Spannung und Entzücken den Flug von ihren Modellen beobachten. Modellflüge ist eigentlich viel schwieriger, als man glaubt. Wenn man so zuschaut, wie die Burschen und die Männer das können, dann meint man, wir können nur heim und können Flüger kaufen und dann können wir das auch machen. So geht es nicht. Wenn Sie fertig Flüger kaufen mit einer Fernsteuer, ist noch gleich was für einen, können Sie sicher sein, dass er nach 30 Sekunden kaputt ist und das hat keinen Wert. Aber wenn Sie anfangen, müssen Sie unten anfangen, möglichst mit einem Segelmodell, dann kann man steigern, Motormodell, mit verschiedenen Steuerfunktionen, bis oben zum Helikopter. Der Helikopter ist am schwierigsten zum Fliegen. Und das sagt einer, der sich auskennt, der Werner Kölliker, als Kö allen Modellbauern im In- und Ausland bekannt. 12 war er, als er die Modellfluggruppe Nolte gegründet hat. Mit 16 ist er Vizepräsident vom Gesamt-Aero-Club der Schweiz geworden. Immer mehr Ämter sind dazugekommen. Viele Jahre hat er den Modellflüger im Weltverband in der Fédération Aéronautique Internationale vertreten. Seine Verdienste um Modellflügerei hat Preise eingebracht. Wegen dem Fliegen ist er um die ganze Welt herumgekommen. Er hat viele Artikel zu seinem Lieblingsthema publiziert. Modellflug und Jugendkurs hat er dutzendweise durchgeführt. Er hat eigene Modelle entwickelt, die dann industriell nachgebaut worden sind. Neben dem Modellbau hat der Kö Segelflug- und Motorflugprüfe erworben. Mit den Jahren hat er immer mehr Beziehungen gehabt in die ganze Welt. So, da bin ich gerade am Einstellen von einem Elektroflüger, von einem Elektrosegelmodell, wo ein Elektromotor drin ist. Der wird gespeisen mit einem Akku und eingebaut sind zwei Rudermaschinen. Die Elektroflugmodelle sind in den letzten Jahren ziemlich aufgekommen und haben natürlich einen grossen Erfolg, weil sie viel leislicher sind im Laufen, weder als zum Beispiel ein Verbrennungsmotormodell, obwohl man dort ziemlich viele Schalldämpfer und gute Schalldämpfer haben. Aber ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, wie das Motor läuft. Nehmen wir hier den Sender einschalten. So, hier haben wir auch einen Schalter. Und schon, wenn die Flügel dran sind, könnten wir... Das Motor läuft mit dem Akku, mit einer Ladung, läuft das etwa 3-4 Minuten. Und man tut es immer wieder, wenn man es lässt fliegen, tut man es immer wieder abstellen. Und dann, wenn es wieder oben runterkommt, dann geben wir wieder ein bisschen Gas geben. Und dann fliegt das Modell eigentlich ziemlich lang, weil sie auch die Thermik ausnutzen kann. Und landen tun wir dann meistens ohne Motor. Erst am Schluss geben wir noch das Püpfchen und dann tut das Modell wieder landen. Das ist eine ganz moderne Steuerung, die ich hier habe. Das ist der Einstieg von einer Computersteuerung. Hier haben wir jetzt ein ganz herziges Einstiegsschiff für junge Modellbauer, die aber doch ganz herzig aussieht. Das Dach kann man abnehmen, man muss natürlich das ganze Schiff bauen. Das ist ja auch der Sinn des Modellbauens.
Und da drinnen haben wir ein bisschen ein Gnosch. Wir sehen Kabel, wir sehen ein Schalter hier und wir sehen die Batterie für den Empfänger. Und da hinten ist ein kleines Motor. Und nachher tut man das schön drauf und man tut den Schalter einschalten, bevorher, als man es zumacht. Und dann bereits könnte man mit dem Schiffli schon fahren. Hier haben wir jetzt eine ganz einfache Fernsteuerung, im Gegensatz zu der, die wir vorher gesehen haben. Hier können wir auch einschalten und dann geht das schon links und rechts und Motor vorwärts und rückwärts. Vorwärts und rückwärts und links und rechts. Modellbau ist ein Phänomen. Nicht nur Flugzeugmodelle bringen die Männerherzen zum Höherschlagen, auch Schiffsmodelle wie der Pollux-Schlepper, nachgebaut im Maßstab 1 zu 100. Natürlich baut man heute nicht mehr jedes Teil einzeln, es gibt Baukästen. Aber der Zusammenbau ist immer noch eine Leistung, denn am Schluss muss alles aufs Töpfchen zusammenpassen. Bei diesem Dreimaster, der Adler von Lübeck, bestehend aus 5'000 Teilen, der Baukastenpreis beträgt 450 Franken, ist das Resultat besonders eindrücklich. Unter 800 Arbeitsstunden ist das Prachtmodell nicht zu bauen. Sagen. Früher, als ich angefangen habe, mit 12 Jahren, habe ich nämlich die Modellfluggruppe Olten gegründet. Ich war scheinbar früher reif gewesen, und habe dann meinem Vater immer helfen im Keller. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt will ich das nicht mehr. Ich gründe einen Verein und da habe ich eben die Modellfluggruppe Olten gegründet. Und dann haben wir angefangen zu bauen. Aber das war viel komplizierter als heute. Wir hatten gar nichts. Wir hatten höchstens aus dem Deutschen oder aus Heftchen, Zeitschriften, Schweizer Schüler zum Beispiel, Helvetikus, hat Zeichnungen gehabt und wir konnten dann die Modelle probieren zu bauen. Wir mussten Kieferleisten auftreiben, wir mussten Sperrholz, das war ganz schwierig. Da bin ich einmal 7 Kilometer weggelaufen und wieder heim, 14 Kilometer mit einem Feuerfleiber im Sack, konnte ich dann Sperrholz holen. Das war das Erste. Vorher haben wir Furnier genommen, wo immer verreckt ist, kaputt gegangen ist, wenn man ein Modell, ein Rippli aussagen wollte. Und so haben wir einen Plan gehabt und dann haben wir jedes Teil zuerst aufzeichnen mit einem Kohlenpapier und haben das schön mit dem Laubsägeli, das gibt es ja heute auch noch, wir können noch viel mit dem Laubsägeli machen, haben wir das am Strich noch ein bisschen aussen ausgesägelt und dann haben wir das wunderbar verschliffen, ganz gerade mit einem einfachen Klötzchen, das wir selber gemacht haben. Das ist so ein Laubsägeli-Tischchen, das man am Tisch einspannen konnte und hat man hier schön sauber gesagt. Bei den Autos ist es etwas anders. Autos fahren am Boden. Man kann also im Gegensatz zu den Flügen nicht viel kaputt machen. Fertig kaufbare Modellauto müssen rassig und schnell sein. Eine Geschmackssache. Das Modellfliegen ist so schwierig, weil man eben meint, man müsse nichts machen. Dabei muss der ganze Mensch mitmachen, er muss begeistert sein, er muss Geduld aufbringen, er muss Kenntnis sich erwerben von der Aerodynamik, er muss wissen, warum man ein Flugzeug fliegt. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die man zuerst erarbeiten muss oder muss von Kameraden hören. Und es ist auch ein Vorteil, wenn man in einer Gruppe ist, wo die anderen schon etwas können. Und dann ist es sicher leichter. Was machen Sie heute alles so? Heute
Ja, wir haben 18 Kategorien in der Schweiz, vom Saalflugmodell, das 1,5 Gramm ist, bis auf zum schönsten Helikopter. Wir haben auch Grossflugmodelle, die eine Viertelgrösse haben von den richtigen Flugzeugen. Und es wird alles gemacht, Freiflüge, Fesselflüge, Motorflüge, Segelflüge und so weiter. Ursprünglich war der Werner Köliker Schauspieler. Am Bühnenstudio in Zürich hat er sich ausbilden lassen. Am Schauspielhaus hat er gespielt, später in Bern und Basel. Auch Regieassistent und Regisseur war er. Ich konnte schon als kleiner Bub Theater spielen. Ich habe Sachstücke und die grösste Rolle, die ich gespielt habe, war Christopher aus. Und ich habe Samichlaus gemacht, wo ich immer noch daran geglaubt habe, zu anderen Kindern gegangen. Einfach Theater spielen war für mich etwas vom Schönsten gewesen. Und ich glaubte, ich will mal Schauspieler werden. Und übernachten, ein Zimmer haben, weit oben, romantisch, im Dach oben. Und dann kann ich dort Text lernen und nachher spielen. Kasperli-Theater und Kabarett sind am Kö auch nicht fremd gewesen. Viele schöne Erinnerungen hat er aus dieser Zeit. Aber das Fliegen hat den jungen Werner Köliker immer mehr fasziniert als die Bretter, die die Welt bedeuten. Es ist der Moment gekommen, wo er ein eigenes kleines Geschäft aufgetan hat. Zuerst in seiner Berner Wohnung. Bedeutende Persönlichkeiten hat er kennengelernt. Das ist der Prinz de Ligne. Und der Rajiv Gandhi hat ihm die Hand gedrückt. Ein wichtiger Abschnitt im Leben des Kö war seine Tätigkeit beim Schweizer Fernsehen. Am Anfang der 60er Jahre sind 20 Sendungen von ihm produziert worden. Manuskript, Drehbuch und Präsentation hat er immer selber gemacht. Die bekanntesten Sendungen sind «Flügerei von A bis Z», «Schiff Ahoi» und «Drachen im Wind». So, ich in diesen vielen Jahren ist der Kö einer grossen Schar von Modellbauern zum Partner geworden. Persönliche Bedienung ist bei ihm immer garantiert. Ob für kleine oder grosse Kunden. Kurz, der Kö ist eine Persönlichkeit, ohne die der Modellbau ärmer wäre. Und hier haben wir jetzt... Also muss man die ausschneiden oder kann man das einfach wegbrechen? Siehst, das ist eine gute Frage. Das kann man wegbrechen. Und dort, wo es etwas hart geht, nimmst du einfach ein Balsammesser und fahrst ganz fein nach. Nicht morgen, sondern immer 2-3 Mal schön fahren, dann kannst du es nur rausnehmen. Siehst, das ist alles vorgestanzt. Und wichtig ist, dass du das Profil schon siehst, es ist also schon da. Ich Don't have to look at the